Hey Leute, Crimex hier, was geht, euer Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5RP. Meine Freunde, wir sind hier mal wieder bei uns zu Hause, Leute. Und das Ding ist, Paul Berger hat auch noch Sommerferien. Der ist auch gerade zu Hause. Guck mal, da hinten fährt der Paul Berger auf dem Fahrrad. Was geht ab, kleiner Bruder? Ich hab Polizeifahrrad geklaut. Ey, Paul Berger baut nur Scheiße, wenn er Sommerferien hat. Du kannst doch nicht einfach ein Polizeifahrrad klauen. Hä? Warte, guck mal, wie cool. Oh, Leute, da kommt Timmy. Leute, wow. Lasst mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert. Ey, Paul Berger, es wird Zeit, dass wieder Schule anfängt. Der macht mich wahnsinnig hier. Ey, Timmy, was geht ab, Mann? Ey, was geht? Alles klar, Max? Was geht, kleiner Paul Berger? Ja, auf jeden Fall. Paul Berger, der dreht hier komplett durch, seit der Sommerferien hat. Der hat ein Polizeifahrrad geklaut. Hey, das ist ja voll cool. Kann ich auch mal damit fahren? Ey, hallo, Timmy. Timmy, sag ihm doch nicht, dass es cool ist, Mann. Der macht sich nachbar. Ich will dir was zeigen hier. Ich will dir mein kleines Haustier zeigen. Das war ein Husky. Alter, Timmy, du hast dir ein Haustier gekauft? Ja, klar, der kann auch Tricks und so. Soll ich dir mal zeigen? Wie, der? Dein Hund kann Tricks machen? Ja, wenn ich sage Sitz, macht der Sitz. Warte, so, kleiner Chihuahua, Sitz. Der sitzt hier überhaupt nicht. Der hört ja überhaupt nicht auf dich. Doch, der gibt mir jetzt Pfötchen. Guck. Jetzt sitzt der. Okay. Klar, der kann das alles machen. Ja, der ist nicht so alt, weißt du. Der muss noch ein bisschen üben und so. Alter. Der kann sogar betteln. Wow. Guck mal, wie süß der ist. Du hast ihm ja echt voll die Tricks schon bei. Okay, das ist ja voll cool, ein Husky. Das ist mein Ein und Alles, der Kleine. Und der kann sich auch totstellen. Wow. Okay. Ja, aber der lebt noch, keine Sorge. Der heißt, ich habe noch keinen Namen für den. Paul Berger, willst du einen Namen für den geben? Icy. Icy? Wie? Icy? Ja, Icy. Okay, dann nennen wir den Icy. Dann nennen wir den Icy. Na gut, ich dachte vielleicht an sowas wie Stani oder so. Stani ist doch kein Hund. Nein, kleiner Spaß am Rande. Ey, aber schon cool, so ein Haus kann zu sein. Kann ich mir auch hinterherlaufen? Nein, der hört nur auf mich, das geht nicht. Aha, der hört nicht auf dich, Paul Berger. Sag ihm das dazu, wir so. Ja, wenn ich zu dir gehe, dann Berger, geht das. So läuft warte. Oh, warte, so läuft das nicht. Du musst vielleicht mal irgendwie mit einem Ball mit dem spielen, warte. Und zwar, Icy, hol den Ball. Nein, das klappt nicht. Der hört nur auf mich. Warum hört der? Der soll auch auf mich hören. Ja, warte, ich bring den das mal bei. Ich versuch's mal. Icy, du musst jetzt auf Crimex hören. Kannst du das machen? Okay, Icy. Jetzt hol den Ball. So, hol ihn dir, schnell. Oh, ich glaube, Icy ist hungrig. Okay, Icy hört irgendwie noch nicht so auf mich. Nein. Aber ist ja auch nicht mein Hund. Ist ja auch dein Hund, Timmy. Ist ja auch wichtiger, dass er auf dich hört. Okay, jetzt macht er da hinten schon wieder Pfötchen geben und so. Hey, Max! So ein Haustier ist irgendwie schon cool, ja, Paul Berger? Ich will auch ein Haustier. Oh, ey, ich wusste, dass das kommt. Bist du dir sicher? Das ist viel Verantwortung, kleiner Paul Berger. Paul Berger, du kannst ja nicht mal auf dich selbst aufpassen. Ey, ich bring dir bald, dass er mir Wasser holt, hol mir das Wasser. Alter, das ist doch kein Sklave. Du musst den eher dem Hund Wasser bringen, wenn er Durst hat. Ja, das kriegen wir beide gegenseitig hin. Boah, ich weiß nicht, Paul Berger. Du kannst ja nicht mal auf dich selbst aufpassen. Wie willst du dich um einen Hund kümmern? Oh, bitte! Du wäschst dich ja nicht mal selbst, wenn ich es dir nicht sage. Musst du pflegen, musst sauber gehalten werden. Das Paul Berger? Ja, okay, da will Paul ich Berger ist voll der Dreckige. Da will ich ein Hamster. Ein Hamster willst du haben? Hamster musst du dich trotzdem drum kümmern. Ist trotzdem Lebewesen, auch wenn es kleiner ist. Oh, da bin ich ein Vogel. Oh. Hey, hör auf, mein Hund. Oh mein Gott, Paul Berger, Alter. Ich glaube, du spinnst wohl. Das ist gar nicht gut, was du machst. Alter, das wäre ausgerutscht, Mann. Ja, siehst du, ich glaube, der ist noch gar nicht bereit für ein Haustier. Mann, dem geht's gar nicht gut jetzt wegen dir. Ey, Paul Berger, was hast du denn jetzt für eine Scheiße gemacht hier? Icy, ist alles gut. Warte, du musst ihm hier ein bisschen Pfötchen geben und so. Ja, du musst ihn richtig lieb behandeln, den Kleinen. Also ganz ehrlich, Paul Berger, ich glaube, du bist noch nicht bereit für ein Haustier. Doch. Ey, Leute, schreibt mal in die Kommentare, findet ihr das gut, wenn wir uns eine Haustür kaufen würden? Also Paul Berger und ich bei uns zu Hause? Also es wäre schon irgendwie cool, wenn ich einen Hund hätte. Schreibt es mal in die Kommentare. Ja, was ist los, Paul Berger? Du könntest dir ein Haustier holen und ich passe auch drauf auf. Und wenn ich es gut mache, bekomme ich mein eigenes. Hm, das ist vielleicht eine Idee. Okay, weißt du was, Paul Berger? Ich werde mal gucken. Na, ich verspreche dir nichts. Ich werde mir mal ein paar Haustiere angucken. Und wenn ich eins hole und du damit gut umgehst, kriegst du auch ein eigenes. Aber erst mal gucken. So, und bau keinen Scheiß. Ich fahre jetzt hier zum Haustierhändler. Alles klar, danke. Ey, Alter, Timmy, der setzt sich sogar in dein Auto rein hier. Ja, ich hab den richtig gut eigentlich erzogen. Alter, du willst jetzt auch für den kleinen Haustier holen, oder wie? Nee, ich will mir... Hey, nicht aufs Auto steigen, kleiner Paul Berger. Ich will mir erstmal eins holen. Okay. Paul Berger steigt gerade in dein Lambo. Ey, was machst du? Paul Berger, gib Timmys Lambo wieder her. Wenn du jetzt nicht sofort aufhörst, dann kriegst du kein Haustier, Paul Berger. Oh, guck mal, wie er auf einmal hört. Paul Berger, ich dachte, du bist gut erzogen. Was soll denn das? Mit so einem Haustier kann man Paul Berger voll gut erziehen. Ich wollte nur mit Icy ein bisschen fahren. Okay. Paul Berger, wenn du dich heute nicht benimmst, kriegst du kein Haustier. Ab ins Zimmer.
Leute, der macht ja alles. So? Nein, eigentlich nicht. Aber ich glaube, so ein Haustier ist vielleicht ein gutes Mittel, um Paulberger auch zu erziehen. Ich weißt du was, Demi? Ja, ja. Hol ihn eine kleine Katze oder so, dann ist es nicht so schwierig wie so ein Hund, weil der ist schon schwierig. Ich werde mir mal ein paar Haustiere angucken heute und schau mal, was am besten für Paulberger und mich ist. Ey, aber Timmy, ich würde sagen, hat mich gefreut, dich mal wieder zu sehen. Ich gehe mal zum Haustierhändler, ja? Kein Problem. Mach's gut, pass auf dich auf, tschüss. Ey Leute, wenn ihr noch mehr von Timmy sehen wollt, dann checkt auf jeden Fall mal Timmys Kanal aus. Bei ihm läuft ja anscheinend, er hat hier Lambo, hat ein Haustier. Freut mich voll für ihn. Leute, wie gesagt, checkt ihn auf jeden Fall mal aus, Link in der Videobeschreibung. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt auch mal hier zum Tierhändler, Leute. Und schauen mal, was es da so gibt. Vielleicht finden wir ein cooles Tier für Paulberger und mich, Leute. Und dann würde ich sagen, let's go, wir sehen uns gleich wieder. Ey Leute, dann lasst uns mal schauen. Wir sind jetzt hier beim Tierhändler angekommen. Timmy hatte seinen Hund ja übelst krass trainiert. Ich will das auch machen. Hallo, guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Wie kann ich dir weiterhelfen? Wir sind hier bei Animal Ark. Animal Ark, ja, ich bin auf der Suche nach einem Haustier. Ja, wir haben hier einiges, ja. Die sind natürlich wieder den ganzen Tag schon bereit hier am Stehen. Oh, Alter, oha, hier sind ja voll viele Haustiere. Ja, ey, aber die Ente ist leider reserviert, ja. Die Ente kann man nicht mit Touren. Lassen Sie mich raten, die Ente hat einen Mann namens Touren gekauft. Oh ja, hat ihn von hier erzählt, hat er Werbung gemacht. Ich kenne Touren, er ist Entenhändler. Ja. Ah, okay. Oh, okay, dann gucke ich mal. Ey, sie haben ja hier richtig viel Auswahl. Was ist das hier, ein Waschbär? Ja, sowas in der Art habe ich gefunden, aber der ist eigentlich relativ zahm. Okay, okay, Leute, wir gucken mal hier verschiedene Hunde, goldener Retriever und so, ein Hase, ja, ein Fuchs, hier am Start. Ein Husky auch, oh, so ein kleiner Mops hier, ein Schwein. Wer kauft sich denn ein Schwein für zu Hause? Ja, wenn Sie wissen, Hausschweine sind total im Trend. Okay, feiere ich nicht so, Pudel. Leute. Pudel, fühle ich auch nicht so. Haben Sie auch so ein bisschen ausgefallenere Tiere, so irgendwas Krasses? Nein, so? Das sind alle legalen Tiere, die man hier besorgen kann. Legale Tiere? Gibt es auch illegale Tiere? Ja, aber mit denen habe ich nichts zu tun. Boah, Leute, was sind denn zum Beispiel illegale Tiere? Ja, so ein Puma, Bärkatze und so, nee, Affen, damit habe ich gar nichts zu tun. Boah, Alter. Leute, das wäre auch krass, so einen eigenen Tiger oder sowas zu haben. Aber wir können es ja erstmal hier mit den legalen Tieren versuchen. Was können Sie mir denn empfehlen? So, ich brauche irgendwas Familienfreundliches. Ich habe noch einen kleinen Bruder zu Hause. Ja, da kann ich Ihnen den Golden Retriever oder den Husky sehr gut empfehlen, ja. Golden Retriever. Auch eine Hase, je nachdem, wie viel Verantwortung Sie wollen. Der Mops ist ganz pflegeleicht. Was denn hier mit diesem Waschbär? Ja gut, da weiß ich halt nicht, wie familienfreundlich der ist, ne? Der sieht irgendwie süß aus, der Waschbär. Ja, dann wollen Sie den haben, gerne. Leute, ich bin am Überlegen, weil das Ding ist, ein Hund ist halt schon wieder vielleicht ein bisschen mehr Verantwortung. Aber so ein Waschbär für Paulberger so als erstes könnten wir ja mal probieren. Das Gute ist, er frisst den ganzen Müll. Ach krass, okay. Ich würde einfach mal ein paar Haustiere probieren. Wenn es mir nicht gefällt, dann würde ich ihn zurückbringen und was anderes probieren, okay? Ja, aber Probierkosten sind $200, dass Sie Bescheid wissen. Ist okay, sonst ist kein Problem für mich. Okay. Ja, können Sie das Geld nehmen. Ich würde mal hier mit diesem Waschbär probieren, ja, okay? Ja, machen Sie das. Super, ja, danke. Gerne. Oh, Leute, wir nehmen uns jetzt mal diesen Waschbär mit. Vielleicht ist der ja richtig cool. Okay, ja, ich nehme den dann jetzt hier mal mit, das Haustier, Spaß, ja? Viel Tschüss, Spaß. Bis später. Okay, komm mit. Tschüss. Hey Leute, wir müssen dem kleinen Waschbär mal einen Namen geben. Irgendwie ist der ja schon süß hier. Ist das überhaupt ein Waschbär? Ich weiß es nicht, Leute, aber es sieht süß aus. Ich würde sagen, wir können den ja... Wie würdet ihr den nennen, Leute? Ich habe wirklich keine Ahnung für den. Leute, schreibt es einfach mal in die Kommentare, wie ihr den nennen würdet. Okay, wir können ja mal was versuchen. Also der läuft uns auf jeden Fall schon mal nach. Das funktioniert schon mal. Oh, hallo Max. Ey, Touren, was machst du denn hier? So, jetzt geht's nach Hause, du schöne Ente, oh, du wunderschönes Tier. Touren hat wieder eine Ente gekauft, okay? Oh, wunderschön, oh mein Alter. Gott, ich bin verliebt. Yo, Touren, guck mal, ich habe mir hier gerade so einen Waschbär gekauft als Haustier. Warte, du hast keine Ente gekauft? Ja, die war schon reserviert. Ja, hättest du Bescheid sagen können. Ja, alles gut. Ente überlasse ich dir lieber. Touren, aber so eine Ente ist doch nicht so cool wie mein Panda-Bär hier. Was? Meine Ente würde deinen Panda komplett zerstören, da dein komischer Waschbär-Size-Bär. Ey, Leute, Touren sagt, eine Ente würde meinen Waschbär kaputt machen. Ey, Touren, wenn wir die gegeneinander kämpfen lassen würden, safe, mein Waschbär würde deine Ente zerfetzen. Ja, und wie viel wettest du da drauf? Ja, okay, dann lass uns wetten um... 100 Millionen! So viel habe ich nicht. Ja gut, komm. Der Verlierer muss vom Gewinner das Auto putzen. Oh, das hört sich gut an. Okay. Alles klar. Ente, Kampfstellung, bereit sein! Okay, dann los, Waschbär. So, pass mal auf, was ich jetzt hier mache mit deiner Ente. Zack, hier, genau. Angreifen, Angriffsmenü. Ente, vierte Form! Angriff! Angriff, Waschbär! Hä? Waschbär! Waschbär, hallo! Waschbär, ich hab doch gesagt, angreifen! Okay, Leute, mein Waschbär ist ja voll der Angsthase! Ja, hab ich dir doch gesagt, oder?
Heiner ja, legt mir deine Ente an. Okay, Tuan, deine Ente hat gewonnen. Ey, der Waschbär ist total dumm, das Haustier. Ich will ein anderes Haustier testen, Mann. Der kann ja nicht mal irgendwas angreifen. Wie soll der mich verteidigen, wenn Angreifer oder sowas kommen? Ich kann dafür nichts. Ente, komm, wir hauen ab. Ey, Tuan, los. Aber ich habe gehört, es soll so illegale Haustiere geben. Hast du irgendwie... Ja, natürlich. Ja, weißt du, wo es so illegale, so krassere Haustiere gibt? Ich habe gehört, man soll sich sogar Werwölfe kaufen können. Ich mache einen Kleffmüller, die schicke dir später ins Tanto, da kannst du dir jetzt angucken. Okay, danke dir. Tschüss. Okay, Leute, Touren sagt uns später, wo man so krass illegale, besondere Haustiere herbekommt. Aber wir können jetzt erstmal hiermit noch so einem Haustier testen. Wisst ihr was? Ich würde sagen, wir versuchen mal. Schau mal hier, dieser goldene Retriever. Der sieht doch auch, das ist doch so ein schöner Familienhund. Der sieht doch süß aus. Den nehmen wir jetzt mal mit, Leute. Okay, Retriever, wie sollen wir den jetzt nennen? Wisst ihr was? Wir nennen den jetzt einfach mal. Wir nennen den Lucky. Der sieht süß aus. Wir nennen den jetzt hier Lucky. Okay, Lucky, mitkommen. Mal gucken, ob der jetzt hier schon mal mehr drauf hat als hier dieser komische Waschbär. Okay, Lucky, ich will, dass du dich jetzt hier ins Auto reinsetzt. Ins Auto steigen. Lucky, steig ins Auto rein. Oh, Leute, es hat funktioniert. Guck mal, Lucky sitzt neben mir im Auto drin. Wie cool ist das denn? Alter, voll süß, Leute. Okay, sehr gut. Lucky, ich glaube, Paul Berger wirst du mögen. Wir fahren jetzt mal nach Hause, dann zeige ich dir meinen kleinen Bruder. Oh, Leute, wir haben einfach ein Haustier. Lucky, den goldenen Retriever. Und ich glaube, der ist sogar richtig schlau. Der macht, also bis jetzt sagt, macht er alles, was ich dem sage. Wir fahren jetzt mal nach Hause, mal gucken, was Paul Berger zu dem sagt. Let's go. Oh, Leute, ich bin richtig gespannt, was Paul Berger zu dem sagen wird. Leute, sollen wir Lucky behalten? Was sagt ihr? So, zack. Mal gucken, ob Paul Berger irgendwas angestellt hat hier. Aber nein, scheint alles gut zu sein. So, okay, Lucky, aussteigen. So, wir können ihm jetzt hier so Befehle geben. So, aus Auto aussteigen. Genau. Ey, oha. Paul Berger, guck mal, ich habe hier einen Hund geholt. Wer ist das? Der heißt Lucky, habe ich den genannt. Wow. Der ist voll cool, oder? Kann der was? Ja, natürlich kann er was. Guck mal, ich kann ihm alles sagen, was der machen soll. Gehe dorthin. Schau mal, ich kann ihn hier hinschicken. Hier rüber jetzt einfach. Der hört voll auf mich. Hört er auf mich? Weiß ich nicht. Guck mal, dann kann ich zu dem auch sagen... Lucky, komm zu mir! Mach Sitz! Guck, jetzt bleibt er hier stehen. Der hört voll auf mich. Warte, ich versuch mal, Lucky, komm mal her! Nein, der hört nur auf mich. Und dann jetzt sage ich, Lucky, totstellen! Guck mal, wie gut der auf mich hört hier. Ich will auch, dass er auf mich hört. Ich kann sogar Leute angreifen damit. Ich kann sogar sagen, Lucky, fass. Dann greift der Leute an. Denkst du, das kann ich ihm auch beibringen, dass er auf mich hört? Weiß ich nicht. Guck mal, Angst machen kann ich ihm sogar sagen. Oh, guck mal, der kann Leute anbellen. Wie cool ist das denn? Alter, der ist voll cool. Der ist übelst cool, unser Hund Lucky, Leute. Der macht wirklich alles. Kann man den behalten? Ja, also ich kann ihm auch beibringen, dass er auch noch auf dich hört, Paul Berger. Das kriegen wir auf jeden Fall auch noch hin. Weißt du was? Lucky soll einfach mal hier mit dir hier bleiben. Und dann kannst du dich ja noch ein bisschen mit dem anfreunden, ja? Dann könnt ihr ja noch irgendwie noch zusammen ein bisschen spielen oder sowas. Weil ich würde eh noch ein bisschen was erledigen. Weil, Leute, ich will mal noch zu diesen illegalen Tieren fahren. Ich will mir mal gucken, wie das mit denen funktioniert. Guck mal, was der Hund jetzt schon alles kann. Ich will gar nicht wissen, was diese illegalen Tiere alles können. Die sind ja bestimmt noch krasser. Okay, ich werde Lucky sagen, der soll hier mit dir hier bleiben, auf dich aufpassen. So, zack, Lucky, einmal hier hin. So, gehe dorthin. So, zack. Okay, der Lucky wird jetzt hier vor der Tür warten, ja? Ja. So, perfekt. Und jetzt sage ich dem, der soll hier in einer Position bleiben. Und zwar soll der hier, Platz. Platz, Lucky. So, sehr gut. Der rutscht jetzt hier aus. Sehr gut. Okay, Paul Berger, ich bin noch mal unterwegs, ja? Viel Spaß mit Lucky. Komm, Lucky, komm, ich spiel ein bisschen. Oh mein Gott, Leute, wir haben einen neuen Familienhund. Wie findet ihr den? Schreibt es mal in die Kommentare. Seid mir ehrlich, Leute. Aber wir fahren jetzt mal weiter. Und zwar Touren meint ja irgendwie noch, der wird uns noch sagen, wo man hier irgendwie so krassere Haustiere noch herbekommt. Ich bin mal richtig gespannt, Leute. Ich werde ihn jetzt mal anrufen. Hallo, Touren? Ja, hallo. Hey, weißt du mittlerweile, wo es diese krassen Tiere gibt? Ja, am Hafen. Am Hafen. Ich bin kein Standort, ja? Okay, super, danke dir, Tuan. Tschüss. Kein Problem, tschüss. Oh, Leute, let's go. Am Hafen soll man diese krassen, illegalen Tiere bekommen. Ich bin jetzt mal gespannt, was es da so gibt. Wir fahren da jetzt mal hin, let's go. Okay, meine Freunde, wir sind jetzt hier am Hafen angekommen. Irgendwo hier muss das jetzt wohl sein, ey. So, seht ihr hier schon was? Ich sehe... Oh, warte mal. Oh, was ist das denn? Alter! Hey Mann, wer bist du denn? Oh mein Gott, Leute, hier gibt's Dinosaurier sogar zum Kaufen. Und ist das da hinten Werwolf oder was?
Moin, hallo. Achso, du bist ja jemand, der den Zwang geschickt hat, ne? Genau, ja, ich bin hier interessiert, ja, an einem krassen Tier zu kaufen. Ja, ja, wir haben hier alles, ne? Wir haben Werwolf hier, ne? Alter. Also das ist halt ein menschenähnlicher Wolf, ne? So ein bisschen Kreuzchen zwischen Mensch und Wolf. Der kann halt, ne, der hört gut, der greift an, also sehr guter Bodyguard auch, ne? Alter, wie ein Werwolf als Bodyguard kann man verwenden? Oha, okay. Okay, ja. Scharfe Klauen, starkes Gebiss, also der macht ihn fertig, ne? Okay. So, dann haben wir natürlich noch einen Panther und einen Puma, ne? Okay. Also, bei beiden kommen auch gut miteinander klar, also wenn du einen Doppelpack kaufen willst, die stehen auch gut zusammen. Ein Panther und ein Puma, beide, boah, das wäre auch heftig, wenn man damit so reingelaufen kommt, da hat jeder direkt Respekt. Und ist das hier irgendwie ein Einhorn oder sowas? Nee, das ist ein halb Esel, halb Pferd. Ah, okay. Ja, gut. Nee, also kann lange alles gut schleppen und so, also wirklich gutes Arbeitstier. Nee, ja, ich brauch eher was auch mich gegen Feinde verteidigen kann. Wenn ja, Sie verstehen. Dann kommen wir jetzt zum Spectrosaurus. Oh. Ne? Also der kann nicht nur zubeißen und Leute zerkratzen oder zertreten, sondern der kann auch Gift spucken. Alter, der ist ja übelst krass. Und das ist hier ein T-Rex, ne? Nehme ich mal an. Genau, das ist ein T-Rex. Ne? Alter, also ist gut. Leute. Und dem müssen wir, glaube ich, nicht viel quatschen, was der alles machen kann. Ne? Der ist natürlich ganz, ganz krank. Nur keine Bizeps-Curls kann er machen. Ey, den müsste man, glaube ich, mal bei seinen Feinden vorbeischicken. Ich glaube, da macht niemand mehr Stress. Aber das Problem ist, so ein T-Rex ist ja doch schon sehr groß. Der passt ja auch nicht ins Auto rein. Nee. Ich würde tatsächlich mal den Werwolf ausprobieren. Weil der passt noch überall eigentlich also, mit da gibt's, rein. Hier gibt es nichts mit ausprobieren, ne, das kostet. Wie, das kann man nicht ausprobieren? Ja, was, ist, wenn, kostet, der, was ne? wenn der nicht das macht, was ich dem sage? Ja, das ist ein Werwolf, ne? Also der hört, der macht, was du sagst und er greift Leute an, die du sagen willst, ne? Leute, welches Tier würdet ihr von denen nehmen? Dino oder Werwolf? Wisst ihr was, wir probieren einfach mal einen Werwolf. Wenn es nicht so gut ist, dann probieren wir mal noch einen Dino aus. Ich sage euch ehrlich, dieser pinke oder lila Dino, der wird auch richtig gut zu Touren passen, finde ich. Der passt zu seinem Hemd. Wissen Sie was? Ich kaufe direkt zwei. Ich kaufe einmal den Werwolf und dann kaufe ich hier noch für meinen guten Freund Tuan diesen Dino. Können Sie dem. Das macht dann zusammen 6,8 Millionen. Was? 6,8 Millionen? Das ist ja. Oh mein Gott, das riecht teuer hier, Leute. Das ist mein letztes Geld, aber gut, egal, Leute, machen wir so hier. Zack, ja, können Sie haben. Super, ne? Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Dankeschön. Ne? Ja, den Dino können Sie zu meinem Kumpel Tuan liefern lassen, als kleines Geschenk von mir. Mach ich. Super, ne? Danke. Mach's Leute, gut, dann versuchen wir es jetzt mal mit dem Werwolf. Oh mein Gott, Leute, der Werwolf hört jetzt einfach auf uns. Wie sollen wir den nennen? Ich bin dafür, wir nennen den Wolfi. Okay, du heißt jetzt Wolfi. So, Wolfi, wir geben ihm jetzt hier Kommandos. Wolfi, geh mal jetzt hier rüber. Mal gucken, ob... Oh, Leute, der hört richtig gut auf uns. So, sehr gut. Dann, Wolfi, steig jetzt hier mal ins Auto ein. Oh, Leute, macht der sehr gut. Okay, der steigt hier in unseren Lambo rein. Ist ein bisschen eng für den hier, aber es funktioniert. Haha, Leute, wir haben einfach einen Werwolf dabei. Checkt ihr das? Wenn jetzt hier irgendjemand Stress macht, wir schicken einfach direkt unseren Werwolf drauf. Wer will sich jetzt hier noch mit uns anlegen? So ein Ding ist das. Wir müssen auf jeden Fall jetzt gleich mal zu Touren fahren. Weil wenn die Lieferung dann schon angekommen ist, dann hat Touren jetzt einen Dino als Haustier und ich habe einen Werwolf. Leute, iCrimex und Touren sind dann einfach unschlagbar. Wer hat einen Dinosaurier und Werwolf als Haustier? Nur iCrimex und Touren, ihr wisst Bescheid. So, wir fahren jetzt mal zu Tourens Tempel, let's go. Okay, Leute, Kickdown zu Touren, let's go. Oh, hä? Hört ihr das? Ey! Ah, rechts ranfahren, halten Sie Ihr Auto an, los! Ey, was soll das denn? Hallo, was ist denn Ihr Problem? Anhalten, jetzt reicht es mir. Hä, was habe ich denn falsch gemacht, Officer? So, ich wusste doch, dass ich das richtig sehe. Was ist Ihr Beifahrer eigentlich? Was soll denn das hier? Das ist mein Haustier, ist doch alles okay. Wie, Sie können doch hier ausstehen, ich habe einen Lamborghini mitnehmen, der ist nicht mehr angeschnallt. Wieso steigt der aus? Ja, ich habe ihm gesagt, der soll aussteigen. Wolfi, alles gut, beruhig dich. Was denn? Es ist verboten, jetzt ein Haustier zu haben, Officer, oder was? Ja, das ist verboten. Es gibt eine Ordnungswidrigkeit 7.000 Euro. Das schalte ich mir direkt mal auf hier, ja? Alter, ich zahle doch nicht 7.000 Euro dafür. Jeder Mensch, jeder Haustier ist doch überhaupt nicht verboten. Sie wollen Sie noch diskutieren? Dann macht das 10.000. Schönes Trinkgeld für mich. Der ist ja voll uncool hier, der Typ, Mann. Ey, ich glaube, Sie machen einfach nur Auge, weil ich hier einen Lambo fahre. Ich habe zwei Augen, ja, damit kann ich auch sehen. Ey, Leute, und ich mir reicht's im jetzt. Blick. Das ist hier der perfekte Zeitpunkt, um mal zu testen, was Wolfi kann. Leute, was der wollen wird Sie schon jetzt sehen. Machen? Wollen Sie zahlen oder nicht? Der wird schon sehen. Ja, ich werde zahlen. Ich werde schon zahlen. Aha, okay. Ja gut, dann schreibe ich mir das Kennzeichen jetzt auf. Ja, genau. Schreiben Sie sich mal das Kennzeichen auf. Ein Crimex. So, und Angriff. Wolfi, Angriff. Was machen Sie? Wolfi, fass. Oh mein Gott. Wolfi hat ihn gerade... Wolfi, alles gut? Wolfi hat ihn gerade mit einem Schlag direkt umgehauen. Alter, unser Werwolf ist ja übelst stark. Oh mein Gott, Wolfi, komm, wir müssen hier schnell weg, bevor hier noch mehr Polizei kommt.
So, ins Auto wieder einsteigen. Los, 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 wir gehen hier weg. Alter, Leute, der Werwolf hat ihn mit seinen Krallen direkt mit einem Schlag umgehauen. Ey, Wolfi, warum steigt er wieder aus? Hallo? Geht's ihm gut? Ich glaube, ihm geht's nicht so gut. So, Wolfi, jetzt aber wieder einsteigen hier. Mach keine Faxen, ja? Okay, Leute, manchmal muss man den vielleicht noch ein bisschen erzählen. Ey, der steigt schon wieder aus. Ey, der hört nicht mehr auf mich. Was soll das denn? Wolfi, ich warne dich jetzt hier zum letzten Mal. Du musst auf mich hören. Ins Auto steigen. So, ich glaube, es hackt hier, Alter. So, auf einmal, Wolfi hat hier ein Eigenleben entwickelt oder was. So, jetzt geht's wieder. Okay, Leute, wir wollten gerade zu Touren fahren. Deswegen würde ich sagen, let's go up zu Touren. Ich bin mal gespannt, ob sein Dino schon bei ihm angekommen ist. Ey, ich bin so gespannt. Das wird gleich so cool werden. Wir haben einfach Haustiere beide. Yo, Touren, was geht? Ja, Dino, was? Oha. Ja! Ja, Welker! Okay, ich merke schon, Touren hat auch Spaß mit seinem Dino. Okay. Angriff! Wolfi, aussteigen. Ja. Hey, Touren, was geht? Hi, Max. Danke dir für das Gesang. Gerne, gerne. So, warte mal. Mein Werwolf hört manchmal nicht so gut auf mich. Wolfi, ich habe gesagt, aussteigen. So. Soll man ihn nicht auflassen? So, und Wolfi, herkommen. Oh. Komm her, Dino. Hol dein Dino auch mal her. Ey, Touren, wie krass sehen wir eigentlich aus, Mann. Wir haben einfach einen Werwolf und einen Dino als Haustier. Wer will sich jetzt noch mit uns anlegen? Sollen wir die ein bisschen essen lassen gehen? Sollen wir mal testen, was die so drauf haben? Oh, das wäre eine Möglichkeit. Was meinst du, wen sollen wir die angreifen lassen? Boah, eine gute Flagge. Komm her! Sollen wir die Ballers einfach mal angreifen mit unserem Werwolf und Dino? Warum nicht? Das hört so nach einer guten Idee an. Okay, dann weißt du was? Nimm deinen Dino mit und deinen Toulouse. Ja, nimm deinen Dino mit in deinen Toulouse und ich lass meinen Werwolf bei mir mitfahren. So, ins Auto einsteigen. Los! Wolfi, einsteigen! Oh, sehr gut. Okay, Touren, wir treffen uns gleich bei den Ballers, ja? Jo, bis gleich! So, Leute, das wird gleich richtig lustig. Wir werden jetzt einfach die Ballers angreifen. Let's go! Oh, Leute, da vorne ist schon Touren. Let's go! So, Touren, bist du ready? Ich bin bereit. Warte, ich muss meinem Wolfi noch sagen, aussteigen. So, aussteigen, Wolfi. Okay, und... Yo, was machst du hier? So, hier, was willst du hier? Wer ist das denn? So, das ist mein Werwolf, Junge. Okay, aber ihr habt hier keinen Zutritt. Verlass das Gebäude, los. Ey, uns gehört... Gelände. Oha, ey, der hat meinen Werwolf eingeschüchtert. Okay, das... Was ist das denn? Das wirst du bereuen. Und zwar Angriff. Wolfi, Angriff. Oh mein Gott, die schießen auf uns. Ey, Touren, unsere Haustiere rennen einfach weg, Mann. Ich habe gar keine Waffen dabei. Ist okay, sag. Verdammt, Haustiere! So. Was ist denn da, Touren? Weg mit dir hier. Okay, Leute, Touren muss das, glaube ich, mit der Minigun regeln. Wir haben, glaube ich, die Haustiere ein bisschen überschätzt hier. Und wenn die Waffen hören oder so, dann rennen die weg. Dann haben die irgendwie Angst bekommen. Aber egal, Leute, ich habe Touren dabei. Touren ist die beste Waffe. Zack, 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 zack. So, komm, wir zerstören jetzt hier noch ein bisschen die Ballers. Leute, ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Wir haben uns heute Haustiere geholt und Haustiere getestet. Aber unseren Hund Lucky haben wir ja trotzdem noch zu Hause. Wollt ihr, dass wir Lucky behalten? Schreibt es in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Haut rein, Leute. Euer Crimex.